So, guten Morgen. Es ist etwas frisch heute. Ja. Wir machen heute ein Auto für euch, wo, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen auch in Deutschland den Motor drin haben. Und zwar geht es um den 2 Liter TFSI. Ja. Wir machen heute den Audi TT für euch. Ja. Als S-Tronic Automatik 6-Gang. Angegeben ist das Ding mit 211 PS und 350 Newtonmeter. Wir werden programmieren das Getriebe, das Automatikgetriebe und die Motorelektronik. Ja? Und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Ja? Wir machen jetzt klar wie immer die Eingangsmessung. Ja? Checken mal die Zeiten und dann legen wir los. Ja? Kunde tankt auch wieder guten Sprit, habe ich extra gefragt. Der hat eine Downpipe reingemacht, sich selber. Und hat ein Rennfilter auch schon verbaut. Achso, dann gucken wir mal. S-Tronic, Bibo, hä? So, Dele. Also so ein TT, sag ich dir, ist ein ganz, ganz schönes Auto, ja. So das erste TT-Modell, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war voll, also ganz komisches Ding. Und der hier, der ist echt toll, ja. Also ich habe ja selber so einen gehabt, als TTRS. Handschalter und ich kann dir sagen, Fahrstabilität gigantisch. Also ich bin da gefahren, Autobahn. 314 Drehzahlbegrenzer letzter Gang und das hast du mit einer Hand lenken können, das Auto, das war brutal, also das ist gelegen auf dem Boden wie ein Brett, ja. Aber das hat Audi schon immer gut gemacht, die Fahrstabilität. Im Vergleich, ich habe mal einen C63 gehabt, den Sauger 6,2 Liter, da also bin ich 280 gefahren über die Autobahn, dann kam ein kleiner Hubbel, leichte Kurve, da ist der Arsch hinter hoch, du, das kannst du knicken, das ganze Zeug, von damals, von Mercedes zumindest. So, dann machen wir mal die Messung, Pipo, hä? Mhm. Ist schon laut, gell? Da Downpipe rein, Serie Abgasanlage. Gar nicht mal so schlecht, Kinder. Das Knallen wollte er nicht haben. Sind zu laut. Aber das ist echt schon laut, ja? Da brauchst du kein Geknallen mehr. Kriegst auch so Kopfschmerzen schon. Wenn du lange auf der Autobahn fahren würdest. Das ist die Scheiße, wenn du keine Klappe hast, ne? Ja, deswegen, das haben die schon echt gut gemacht bei den neuen Autos mit der Klappe und auch allgemein die Auspuffhersteller oder das Zubehör-Auspuffzeug würde ich auch, wenn dann echt nur mit Klappe, weil wenn du gechillt fahren willst, machst du die Klappe zu und dann ist Silence, verstehst du? Und wenn es laut habe, willst du, machst du die Klappe auf, gell? Und dann kommt schon Feuer hinten raus. Hört sich das schlecht an? Ja. Und hier Bibo sei Maschine, hä? Bibo sei Maschine kriegt Downpipe. Das kommt als nächstes Video. RS3 Stage 2 mit Downpipe von Wagner. Ja, dann hat der Ladeluftkühler von Wagner Downpipe. Ohne Cut. Doch. Doch, ist Cut drin. 2x200 Zeller unten, dann die OPFs fallen weg. Das Ding wird knallen, das wird Wahnsinn, aber. Das kommt später, das Video. 211 PS Serie, 350 Newtonmeter. Du hast gesagt, er hat weniger. Du hattest nicht recht. Also, hier sehen wir schwarz auf weiß. Eingangsmessung 224,1 PS. 360 Newtonmeter. Das heißt, wir haben 10 Newtonmeter mehr und um die 13 PS mehr. Also, Bibo, dann lesen wir jetzt das Ding aus. Ja. Das Getriebe werden wir auslesen direkt am Getriebe. Da habe ich einen Stecker dafür, da stecke ich das rein, das zeige ich euch gleich. Und dann die Software machen wir. Ja, vom Ladedruck her würde ich wahrscheinlich so einstellen, 1,4 Bar Ladedruck. Und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen in der Leistung. Ne? Also, dann fangen wir an. Bibo, los geht's. Doch passt, siehst du. Jetzt, Herrgott, zack. So, seht ihr? Jetzt kommen wir hier nämlich an den Stecker ran. Hier ist der Getriebestecker. Den ziehen wir jetzt ab. So, dann ziehen wir den hier runter. Jetzt ist der mal weg, gell? Zum Programmieren. Ein Stecker direkt aufs Getriebe. So, jetzt tun wir unseren drauf. Ruf ist er. So, jetzt habe ich hier meinen OBD-Stecker, ne, fürs CMD. So. Und das ist Spannung.
Und hier an Masse. Und schon lässt sich das Ding auslesen. So, jetzt machen wir schnell das Getriebe. Machen wir das Drehmoment kurz auf. Etwas schnellere Schaltzeiten genau bei dem. Wir programmieren jetzt die Motorelektronik MED-17-Steuerung. Ja. Funktioniert über OBD. Und dann können wir uns gleich auf den Weg machen. Machen wir unsere Loks, unsere Fahrten. Ja, gucken wir mal, ob er den Druck macht, den ich ihm vorgebe. Und dann schauen wir mal, was Leistung rauskommt. So, ich habe euch angelogen. Ich habe gesagt, es geht über OBD, das Auto. Aber der geht nicht über OBD. Weil der hat noch so ein Steuergerät, das ist noch so komisch passwortgeschützt und so. TP20. Und dann muss ich das am Tisch auslesen. Und schaut mal, was das für ein Kuddelmuddel ist. Slow it down, slow it down. It's gonna be a long night. Put that ass down. Draw me in your mouth. Slow it down, slow it down. It's gonna be a long night. Put that dress down. Draw me in your mouth. Slow it down, slow it down. Can you do it? Slow it down, girl, slow it down. Slow it down, girl, slow it down. Slow it down. Slow it down, girl, slow it down. It's gonna be a long night. So, Pipo, dann können wir das jetzt hier alles machen, ne? Mhm. Wir haben hier natürlich wieder unsere, das ist ja MED-17-Steuergerät. Dann haben wir hier wieder unsere Temperaturen. Ja, wie wir wissen, ist Downpipe gemacht. Das heißt, Temperatur ist nicht so wichtig bei uns. Serie, Siede. Hier Corona auch noch. Ja. Also Serie ist es ja so, sie haben alles modelliert. Anhand von Last und Drehzahl, Siede in Serie maximal 1020 Grad. Ja. Wir schreiben alles runter auf 900 Grad. Das heißt 900 Siede mehr nicht. Ja. Wir brauchen nicht sehen, das heißt, der fällt dann auch nicht mehr so an. Das hier sind meine Cut-Can-Felder, das heißt, darüber mache ich hier den Katalysator, die Überwachung praktisch aus. Dann haben wir hier maximale Füllung. Ja. Das ist das Kennfeld hier. Und wie ihr seht, ich mache hier oben kurz die Drehzahl. Dann habe ich jetzt hier oben eine Drehzahl, 1000, 1300, 1500, 600, es geht hoch bis 6,8. So, und ich habe hier schon einen Umrechnungsfaktor reingemacht vom Ladedruck. Ja, so, das heißt, original für das Auto oder gibt er ihm vor, den maximalen Druck, was er erreichen darf, bei 5000 Umdrehungen sind zum Beispiel 0,749 bar. Ja, ich habe das jetzt geändert praktisch auf 1,4 bar. Das heißt, ich halte ziemlich lange den Ladedruck und fahre dann so bei Drehzahlende 0,8 bar. So kommen wir natürlich auf mehr Leistung. Ja, ich habe hier die Zündwinkelkennfelder. Schaut mal, seht ihr das? Ja, hier, ich sehe das. Ich markiere das euch mal schnell. Achtung, dass ihr auch seht, welche Zündung da eingestellt ist. Zack, Kennfeld. Dann rechne ich das euch schnell um. So, und jetzt sehe ich hier, dass er praktisch in Serie unter Volllast, je nachdem wie viel Füllung der fährt, irgendwo sich in den letzten zwei Linien bewegt. 6 Grad, 9 Grad, 11 Grad, 13, 15. Ja? Also fährt er irgendwo hier. Ich habe das alles erhöht um 3,75 Grad, das heißt, ich mache jetzt hier 11, 12, 15, 17, ja, und die macht er auch, weil der Kunde hat natürlich auch 102 Oktan getankt. Von daher ist es so, dass wir dementsprechend dann mehr Leistung erzielen, weil ihr wisst, ich bin der Zündwinkelfreund, ja, ich bin mehr für Zündung als für Ladedruck, schon allein wegen den ganzen Temperaturen. Was noch wichtig ist, sind die praktisch Fahrerwunsch-Drehmomentbegrenzungskennlinien. Ja? Alles auf 400 Newtonmeter. So, hier oben rum gehen die runter, 380, 310, 260. Ich lasse alles auf 400 stehen. Warum ich hier jetzt nicht höher gehe? Ich weiß, er wird mehr wie 400 Newtonmeter machen, weil es immer eine Schwelle gibt in der Software. Das heißt, er wird immer so zwischen 30, um die 30 bis 40 Newtonmeter wird er drüber sein von dem Vorgabewert, und ihr werdet sehen, der wird nachher irgendwo zwischen 420 und 440 Newtonmeter haben. Mehr braucht man bei dem S-Tronic auch nicht, weil um die hohe Leistung zu erzielen, muss man das Drehmoment halten. Der Peak ist uns egal, weil wenn du Vollgas fährst, ist es so, dass er nach dem Schalten eh nie unter die 5000 wieder fällt. Das heißt, du musst gucken, dass du die oberen Drehzahlen immer voll ausschöpfst. Ja? Da ist es wichtig, Leistung zu haben. Und natürlich, was sehr wichtig ist, haben wir hier die V-Max.
254 km/h Serie. Ja, 300 wird er nicht ganz schaffen, weil er von der Übersetzung gar nicht so schnell fahren kann, aber zwischen 280, 282 GPS müsste der jetzt fahren mit der Stufe und mit der Leistung, genau. So, das war's jetzt mit der Software. Mehr muss man da eigentlich jetzt bei dem TT nicht machen. Das reicht jetzt schon. Drehmomentbegrenzungen haben wir gemacht. Und jetzt spielen wir das wieder ins Steuergerät rein. Und dann gehen wir auf die Fahrt. Hör, Pipo. Mhm. Also, auf geht's. I go over anything like ranch facts. Think I want a yacht and a ranch. Yes. Hit the boulevard and hit my dance. Everybody wanna be a boss, but they can't. Blöder Wichser. Hey. Over anything like ranch. Headed to my old hoes. Bon voyage like I'm in France. Hey, now I eat hors d'oeuvres and get them served at my events. Hey, fuck up on my face, please and thank you in advance. Hey, hey, I'm like, hey, yeah, you know the game. Ice all in my veins. Yeah. Bitch, ain't nothing changed. I got money in the bank. Yeah. And a Roth IRA. Put the drinks on my tab and a bitch on my lap. And oh yeah. Und guck mal, was jetzt macht. 60. Gehen wir jetzt mal zurück, gell? Und werden wir mal aus die Leistung. Also ich denke, gute 280 PS, Pibo. Habe ich vorhin ja schon gesagt. Du hast gesagt 278, gell? Ja. Wir haben ausgewertet, wir sind jetzt fertig. Ich habe noch ein Check-up gemacht, bevor der Abgabe. Ja. Und wir haben jetzt praktisch von 224 PS Eingangsmessung auf 285, ja. Das ist schon mal echt ziemlich gut. Und vom Drehmoment her 420 Newtonmeter, Serie 360 gemessen sind 60 Newtonmeter. 60 Newtonmeter hört sich zwar jetzt nicht viel an, ja, in dem Top-Bereich, aber das haben wir ja schon bei 3000 Drehungen. Wichtig ist praktisch, was dann die hohen Drehzahlen macht, was er da an Differenz noch hat vom Drehmoment, ja. Und mit den 285 PS läuft er ziemlich genial, ja. Jetzt geben wir das Auto dem Kunden zurück und dann kann der wieder nach Hause fahren. Und wenn er glücklich ist, dann kommt er mit seinem nächsten Auto wieder.